ich kann ablegen. Ich habe zwei Fische. Ich auch zwei Äpfel. Ich muss ziehen. Hey, du! Ah, ich schäle da auch nur das Telefon. Muss ich tragen auch? Ah, gang halt schnell. Flug, wer stört? Was? Es geht jetzt gerade it, wir sind am Spielen. Nein, schaffen ist klar, ja. Ja. Nominiert. Ach Gott, Dini. Ja, gut. Jo, danke, ade. Richard Kurz, Zimmermeisterhaus. Hätte ich es nominiert zu der Grillpool-Challenge. Das auch noch, wenn ich am Grillen bin. Hey, ich habe noch Löwe und eine Katze auf der Hand. Ja, gut, Gottes Name. Ja, machen wir. Auf geht's. Vielen Dank, Richard Kurz, für die Nominierung für die Grillpool-Challenge der Zimmermeisterhaus-Manufaktur 2018. Wir nehmen die Herausforderung selbstverständlich gerne an. Wir werden jede Menge Spaß haben, auch wenn wir jetzt den Schwarze Peter zugespielt kriegt haben. Danke, Richard. Ja, lieber Richard, vielen Dank für die Nominierung zur Grillpool-Challenge 2018 von Zimmermeisterhaus. Die Manufaktur Flug aus Blumberg freut sich tierisch auf den Event. Wir haben strahlenden Sonnenschein vom Feinsten, besser könnte es gar nicht sein. Der Pool ist aufgeheizt. Tja, Männer, also auf geht's zur Poolparty. Yeah! Also, jetzt machen wir Wasseranstieg. Und wir machen das voll traditionell, wie sich das gehört, für die Zimmerer, die Badegomber in den Zimmerer Club. Und Bier haben wir natürlich auch. Wir haben es geschafft. Es war eine mega geile Sause. Und für den guten Zweck spenden wir natürlich 250 Euro in der Familie Bieleke für eine Delfintherapie für die Annemelie und die Maxim. Und 100 Euro für die Jugendfeuerwehr in Riedböhringen. Tja, ganz besonders freuen wir uns natürlich, um drei weitere Firmen nominieren zu dürfen. Das ist zum einen die Firma Kega Holzbau GmbH aus Ingelfingen. Mit dem Edgar Keppeler und dem Andreas Gart. Als zweites nominieren wir die Firma Helker Holzbausysteme mit dem Johann Hecker. Und last but not least die Holzwerkstätte Schiefer mit dem Dirk Schiefer. Alle Nominierten haben jetzt genau 10 Tage Zeit, um ihre Grillpool-Challenge auszurichten. Andernfalls müssen sie für uns eine Fete schmeißen mit 100 Liter Bier. Und eine Vespa. Yeah. Zuletzt dürfen wir uns natürlich auch recht herzlich bedanken bei der Freiwilligen Feuerwehr Riedböhringen, die uns mit Wasser ausgeholfen haben. Danke. Bedanken dürfen wir auch uns beim Blumberger Bürgermeister für das Wasser im Pool. Und ganz wichtig bei der Firma Heimer Welte, die für die Beheizung des Pools zuständig waren. Bitte Firma Würth, recht herzliches Dankeschön für den Container Würth-Transporte Lausheim. Ganz speziell bei Michel, unserem Michel, nämlich für Licht und Ton. Danke Michel, wir haben Spaß. Also lasst uns grillen und Spaß haben. Juhu!